Hallo, liebe Gitarrenspielerinnen und Gitarrenspieler, heute mal wieder ein kleines Video für euch und zwar ein kurzes Tutorial, wie man die Suchfunktion auf unserer Homepage nutzt. Aufgrund dessen würde ich gleich mal umschwenken zu unserem Monitorprogramm und zeige euch, wie diese Suchfunktion funktioniert. Dem Also bin bis ich jetzt gleich. mal gewechselt auf den Monitoring-Modus. Das heißt, hier seht ihr die Webseite von uns. Hier oben die Suchfunktion. Solltet ihr jetzt mal ein Video von uns über YouTube aufgerufen haben, dann könnt ihr daran erkennen, dass alle Kurse, alle Songs mit Kursnummern durchnummeriert sind. Das heißt, hier seht ihr schon ST02-08, 10, 9, hier ist die 6er, die 3er dabei. Suchen wir jetzt einfach mal ein Video raus. Nehmen wir jetzt mal das hier. Und hier könnt ihr schon erkennen, Lektion Nummer B003. Das heißt, diese Lektion Nummer könnt ihr euch dementsprechend dann merken. Wechselt auf unsere Homepage. Gebt dann auf der Homepage in dieser Suchfunktion, die ich gerade erwähnt habe, die Lektion Nummer ein. Das wäre dann hier oben. B003. Dann Enter. Und dann fängt das System an zu suchen. Das heißt, jetzt laufen euch alle Suchergebnisse zu dieser Lektion auf. Logischerweise nur eine. Hier seht ihr schon, B003. Das hier oben hat euch nicht zu interessieren. Das ist im Grunde eine Google-unterstützte Suche. Hier laufen also verschiedene Links auf, die von Google gesponsert werden, beziehungsweise ja, Werbungslinks sind das hier. Ja, wenn ihr jetzt hier raufklicken würdet auf diesen Link, dann landet ihr automatisch bei der gesuchten Lektion. Das könnt ihr im Grunde mit allen Lektionen so machen, könnt ihr sie hier oben eingeben, natürlich auch mit anderen Sachen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal beispielsweise nach der Western-Gitarre was Bestimmtes suchen möchtet, gebt hier oben einfach Western-Gitarre ein und schon laufen euch alle Themenbereiche zur Western-Gitarre ein. Also im Grunde alles, wo das Wort Western-Gitarre drin vorkommt. Hier unten seht ihr die Seitenanzahl, ihr könnt also hier weiterklicken und seht noch andere Seiten im Grunde, wo das Wort Western-Gitarre vorkommt. Auch hier wieder die beiden oberen Geschichten und drei oberen Geschichten und diese rechte sind nicht von Bedeutung, das sind alles bloß gesponserte Links. Alles andere, was ihr hier unter seht, das sind Themenbereiche, die unsere Homepage betreffen und ja, die ihr dementsprechend dann suchen könnt. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zu dieser kleinen Mini-Lektion, zu diesem Tipp, dann meldet euch bei uns unter post@gitarrenspieler.com. Ansonsten viel Spaß und bis bald.